Und jetzt haben wir 10 Uhr und jetzt müssen wir zu... Ach du Scheiße, wir sind aber... Wir haben einen riesen Ausflug gemacht, ne? So, straight ahead. Was ist denn das? Ah, okay. War ich in dieser Gasse schon mal? Und wieder wird unsere Basis überfallen. Aha. Komm, nimm das mal. Ich brauche gerade nichts zu essen. Unsere Basis wird schon wieder überfallen. Und wir müssen wieder mal Schutzgeld zahlen. Das ist eine Dose. Da habe ich schon reingelunzt. Das ist noch eine Dose. Okay. Aha, aha, aha. Oh, da ist aber... ist da viel Polizei am Start. Halleluja, ey. Ach so, warte mal. Kriegt man vielleicht beim Klauen? Ah, my favorite customer. My only customer. Sell Gegenstände. Ach, Keramik muss ich kaufen? Ja, das haben wir vorhin gemacht. Gleich am Anfang, Racker, haben wir unser Lager auch gleich verteidigt. Ja. Das ging auch ganz gut. Also wir waren vor Ort. Das ist ja jetzt Quatsch, wenn wir sagen, wir verteidigen es selbst, ne? Ich glaube, dafür brauche ich das Geld, dass ich das Zeug kaufe. 3, 4, 5. Sind da jetzt 5 Stück drin? Ja. Ja. Bei dem kriege ich Keramik. Oh nein, wir haben es schon wieder nicht. Wir haben es schon wieder verpeilt hier mit dem Lagerhaus. Okay, bei dem kriegen wir Keramik. Bei dem kriegen wir Keramik. Es gibt doch hier noch verschiedene andere Läden, ne? Aber hat man bei dem auch... Warte mal, ich gehe da noch mal hin. Wir müssen mal gucken, wo wir Kupfer und so weiter herkriegen. Weißt du, das ist jetzt unser Problem. Unser nächstes. Und fürs Lagerhaus ist es schon wieder zu früh. Da habe ich zu krass gelootet. Hier ist wieder ein Zigarettenstummel. 4 Stück.
Jetzt muss ich mal gucken, was ich bei dem noch krieg. Okay. What treasure did you drag out of the trash? Recyclingmaschine kann ich für 10 Dollar kaufen. Wandle durch Recycling-Schrott in Bauteile um doppelt so effizient. Das ist jetzt eine große Recyclingmaschine. Wir haben eine kleine, ne? Also brauchen wir die nicht. Ich brauche Dings, Junge. Be sure to come back to me when you find something worth selling. Ja. Du hast nicht das, was ich will. Das finde ich jetzt ganz doof. Oh, danke schön. Ja, dann. Lanari, vielen Dank für den Streamboost und herzlich willkommen. Hallöchen. Dingsbums, ich weiß auch gerade nicht, was sie meint. Kupfer und Alu, Anja. Ein mittelgroßer Teppich. Wir waren noch nie am Strand. Warum eigentlich nicht? Wollen wir unser Haus am Strand bauen? Hallo Marco! Juhu! Bitte mit Milch und reichlich Zucker. Also trinkst du deinen Kaffee auch blond, ja? Blond und süß. Oh, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Siehst du die Leute hier am Beach? Die sind gut drauf. Dankeschön. Das ist wirklich sehr nett. Dankeschön. Nein, nein, wir trinken ja nie. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, hier ist aber viel zu rauchen. Fast ins Meer gefallen, gell? Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Zigaretten? Ein Verandastuhl kann ich... Ich kann hier Dinge aufnehmen. Oha. Ich mag mein Capo-Brünett. Vielleicht hat Kallans noch nicht recht seine Bikini-Figur erreicht. Der hat ihr nur am Hirn abgenommen. Gwen, juhu! WB Maria! Aufnehmen ist gleich klauen? Na, ich bin unsicher. Auf jeden Fall ist hier sehr viel zu rauchen am Start, ne? Das müssen wir uns merken, falls wir irgendwann mal Zigaretten brauchen. War ich hier schon? Hat da was geleuchtet? Oh, da ist nochmal. Böse Menschen. Oh, ich klar, ich habe ja noch... Ein Talentpunkt zu vergeben. Ei, Suppe. Ist einfach Suppe. Basisaufbau. Grüne eingepflanzte wachsen schneller.
Creeps verschaffen dir mehr Gegenstände, wenn sie ihre zugewiesenen Missionen erledigt haben. Wir machen mal das. Before they see you again. What do we say to the police? Not today! Die Polizei, die tut man echt manchmal aus Versehen andatschen. Das wollte ich gar nicht. Können wir noch einen Reifen mitnehmen, Karl? Kann mir das noch mitnehmen, Karl? Oh, jetzt sind wir wirklich bald voll. Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Wie läuft das Leben auf der Straße? Es ist super geil, Marco. Es ist so geil. Wir brauchen nur noch 999.000. Was hat Maria geschrieben? Leute zum Anbetteln, bis wir Millionär sind. Also... Rambo-Täubchen habe ich. Ja, es ist geil. Habe ich das richtig gehört, dass du dir in dem Spiel dann auch eine Art Häuschen bauen kannst, wo immer du willst? Ja. Man kann sich hier 5 Basen bauen. Ich suche nur noch den Platz. Wir müssen nämlich diese Base einnehmen von bösen Gangstern. Und den Platz dafür, den suche ich noch. Ich bin noch am Looky Looky machen. Ich bin noch am Looky Looky machen, wo der sein könnte. Und dann, je nachdem, wie jetzt die Geschichte weitergeht, ist noch auch wieder böse, gell? Guck mal, der Platz da unten, der sieht mir nämlich so aus, ob da unser Haus stehen könnte irgendwann dann in Zukunft, ne? Das sieht doch so aus. Ja, genau, ein Strandhäuschen, Matze. Ich sehe schon kommen, dass ich das Spiel auch ganz dringend brauche. Ich weiß, Anja, man hat zu wenig Zeit. Es ist so eine Not und es gibt so viele Spiele und das macht alles so viel Spaß. Hä? Was? Besiege die erste Welle? Jetzt hast du deinen Kollegen selbst getroffen, Jürgen. Ach so! Unendlichkeitsgegner! Ah.
Letzte Welle. Oha. Der Creep-König ist es. Was kann der? Was kann der? Wir haben eine Basis erobert. Siehst du, ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich die Basis gesucht habe. Wir haben zufällig eine gefunden. Okay, Leute, das wird unser neues Grundstück. Wir werden genau hier bauen. So viele Spielmöglichkeiten und zu viel Chaos im realen Leben, wie es immer im Unglück passiert, selten allein. Ah, ja. Du warst gerade ihre Base, deshalb die Wellen. Ja, 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 ja. Ja, Mann, Dankeschön. Wuhu. Haus am Strand. Das heißt, wir müssen umziehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier gleich bauen können. Pappfußboden. Burgfußboden. Jetzt weißt du, warum du so viel Pappe brauchst. Wir wollen natürlich kein Papphaus bauen. Wir wollen. Dankeschön. Papptür. Was mich nur irritiert. Guck mal, was wir zur Auswahl stehen haben, ne? Wir haben einen Pappfußboden, Pappwand, Papptürrahmen, Pappfensterrahmen und eine Papptür, ein Pappfenster. Dann haben wir aber einen geilen Burgfußboden, eine Burgwand, einen Burgtürrahmen und einen Burgfensterrahmen. Also das ist das, das ist das, das ist das. Außer Tür und Fenster können wir auch alles in geil bauen. Ich würde auch sagen, wir machen das alles in geil, oder? Toho, vielen lieben Dank für deinen Raid und herzlich willkommen. Wie geht es dir denn? Wie war dein Stream? Dankeschön. Na? Alles klar? Hallo Suja. Herzlich willkommen. Dead by Daylight hast du gezockt. Oh, super. Klasse. Stream war gut und noch geht es mir gut. Das ist schön, Tohu. Das ist schön. Ja, Mann. Bist du viel gestorben? Nee, oder? So, ja, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Es ging. Ja, man hat ja manchmal so Runden, ne? Da ist es ganz schön heftig. Mal so, mal so. Klar bauen wir alles in geil, wie denn sonst. Ja, also, herzlich willkommen an alle Raider. Wir spielen Bumm-Simulator. Wir sind jetzt, also ihr wisst ja immer, ich spiele ja immer einen männlichen Charakter, den ich Karl-Heinz nenne. Und unser Karl-Heinz ist heute Penner. Und wir haben hier gerade ein Lager eingenommen von den Banditen. Ich sag's jetzt einfach mal, oder Gangstern oder so weiter. Und wir können jetzt hier am Strand unser Haus bauen. Also der Knaller einfach nur. Es ist ein unglaublich tolles Spiel. Es macht so viel Spaß. Du kannst so viel craften, looten und jetzt auch noch bauen. Deswegen herzlich willkommen dazu. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Hype, hype. Ja, es ist geil. Dann fangen wir halt mal an mit Pappe. Wir müssen so viel Pappe wie möglich looten. Das heißt, ja, der erste Fußboden. Und dann können wir auch gleich gucken, wie das ausschaut. Geil. Mehr Pappe haben wir nicht. Also, hier kommt unser Haus hin. Oh, wir brauchen sehr viel Pappe. Uiuiuiui. Ich zeige euch mal, wo das ist. Hier oben.
könnte sein. Oh nein, den Punkt wollte ich nicht setzen. Kann das sein? Na, es ist schon der geilste Punkt, glaube ich, ne? Es ist der geilste Punkt. Also eine bessere Base kann man sich ja wirklich nicht vorstellen. Beziehungsweise Haus, oder? Direkt am Strand.